Nach der Bundestagswahl beansprucht die AfD für ihre Stiftung 100.000 aus dem Bundeshaushalt. Und von da an jedes Jahr. Noch haben wir die Chance dafür zu sorgen, dass sie dieses Geld nicht bekommen. Denn was würde die öffentliche Finanzierung der Desiderius Erasmus Stiftung bedeuten? Unser aller Steuergeld für rechte Diskurse und Strukturen. Und das würde eine enorme Wirkung in der Fläche entfalten. Denn die parteinahen Stiftungen sind zentrale Player in der politischen Bildung. Das ist ihre wichtigste Aufgabe. Bundesgeld für die Erasmus-Stiftung hieße also noch mehr Veranstaltungen zu rechten und rechtsextremen Themen. Mehr Mittel für die Mobilisierung der rechten Bewegung. Politische Stiftungen fördern außerdem Studierende, Promovierende und Forschung. Das würde bedeuten, unsere Steuergelder für völkische Forschung, für Stipendien, für nationalistisch oder rassistisch motivierte Dissertationen oder über Verschwörungsquark. Darüber hinaus engagieren sich die Parteistiftungen auch in der Politikberatung. Unser Geld für ein Think Tank für die AfD? Noch können wir präventiv tätig werden und müssen nicht versuchen, die katastrophalen Auswirkungen von Fehlentscheidungen nur abzumildern. Noch können wir verhindern, dass unser aller Steuergeld über die AfD-Stiftung in die rechte Bewegung fließt. Als Bürgerbewegung, mit der über 2 Millionen Menschen für progressive Politik streiten, fordern wir als Camp Act von den demokratischen Parteien daher ein klares Bekenntnis. Kein Geld für die AfD-Stiftung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Die Bildungsstätte Anne Frank hat eine Initiative gestartet, die wir aus vollem Herzen unterstützen. Menschenwürde, Menschenrechte werden in Deutschland, in ganz Europa zur Disposition gestellt. Die AfD und ihre Stiftung hetzt. Unsagbares soll sagbar werden. Und aus Worten folgen Taten. Es wird an Europas Grenzen zurückgeprügelt, zurückgeschleppt in die Folterkammer Libyens, systematisch der Zugang von Geflüchteten zum Recht auf Asyl versperrt. Die Wirkung dieser Stiftung und dieses Gedankenguts zerstört die Grundlagen unserer Gesellschaft. Die Geltung der Menschenwürde, Menschenrechte und Demokratie. Hetze gegen Geflüchtete nimmt zu. Antisemitismus, Rassismus nimmt zu. Und gegen all das positionieren wir uns und wollen nicht, dass solche Aktivitäten noch gefördert werden und zur Normalität werden. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist großartig, dass sich so viele wichtige zivilgesellschaftliche Organisationen hinter dem Manifest versammelt haben. Als DGB-Vorsitzender unterstütze ich die Initiative, weil ich es für falsch halte, dass staatliche Gelder an Stiftungen oder Organisationen gezahlt werden, die aus unserer Sicht zentrale Eckpfeiler unserer Demokratie ablehnen. Es ist schlichtweg absurd, wenn der demokratische Rechtsstaat die unterstützt, die ihn abschaffen wollen. Deshalb sagen wir laut und deutlich, don't wait a single moment. Die Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland sehen seit 40 Jahren ihre Aufgaben darin, aller Gruppen der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken und sie anzuerkennen. Daraus ergibt sich der Auftrag, ein kritisches Geschichtsbild zu entwickeln, das die Gefahren von Rechts für eine Demokratie und die Möglichkeiten, dass sich daraus Massenverbrechen entwickelt, aufzeigt. Wenn heute eine parteinahe Stiftung genau dieses Geschichtsbild und diese Form der Auseinandersetzung mit Geschichte verleugnet, darf es nicht sein, dass sie dafür öffentliche Gelder erhält. Schon in dem Gründungsdokument der Stiftung Topographie des Terrors von 1990 heißt es, dass es eine wichtige Aufgabe ist, sich gegen rechte Entwicklungen in der Gesellschaft zu wenden. Dies ist heute umso dringender nötig. Und zwar Medico begleitet die Auseinandersetzung mit rechten Akteurinnen in Deutschland und ihre internationale Vernetzung schon seit der Gründung im Jahr 1968. Die Arbeit von Medico als kritische Hilfs- und Menschenrechtsorganisation steht in der antifaschistischen Tradition der kritischen Theorie und drückt globale Herrschaftsverhältnisse ins Zentrum der Kritik. Die Legitimierung der zum Schein demokratischen AfD-Stiftung zeigt, dass rechtes Denken
in die Mitte der Verhältnisse eindringen kann. Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten, sagte Theodor W. Adorno. Verdi steht für eine offene und für eine lebendige Demokratie, für ein solidarisches Zusammenleben und die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen, gleich welcher Herkunft. Rassistischen und völkischen Angriffen auf die Demokratie stellen wir uns deshalb entschieden entgegen. Und dafür darf es auch keine öffentlichen Mittel geben. Wir brauchen die Stärkung der Demokratie durch politische Bildung wirklich für alle. Und dafür fordern wir ein Demokratiefördergesetz, das zivilgesellschaftliche Initiativen dauerhaft stärkt. Und wir fordern Maßnahmen politischer Bildung wirklich für alle Altersklassen, ebenso wie Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt. Mit dem erneuten Einzug der AfD in den Bundestag würde die parteinahe Erasmus-Stiftung staatliche Gelder in Millionenhöhe erhalten. Deren Vorsitzende Erika Steinbach hetzt gegen Geflüchtete, Homosexuelle, Frauen und andere Gruppen. Für uns steht Demokratiebildung, Teilhabe und Partizipation von Anfang an und für alle Menschen im Mittelpunkt der Bildungsarbeit. Durch Vielfalt lernen wir und von Vielfalt lebt Demokratie. Ich glaube, wir machen uns Illusionen über die Widerstandsfähigkeit dieser Demokratie. Und wenn diese dann auch noch gezielt durch einen rechtsradikalen Think Tank angegriffen wird, mache ich mir wirklich Sorgen. Deswegen ist es umso wichtiger, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und verlässliche Rahmenbedingungen für ein demokratiepolitisches Engagement zu schaffen, etwa durch ein Demokratiefördergesetz, das wir jetzt seit 2 Legislaturperioden nicht hinbekommen haben. Und ich glaube, das sollte die zentrale Aufgabe für die nächste Bundesregierung sein, hier einen klaren Rahmen zu schaffen. Politische Bildung ist ja nicht wertneutral und werteneutral. Und dass die AfD mit ihrer parteinahen Stiftung, die Sidereus Erasmus Stiftung, jetzt versucht, politische Bildung durch Steuergelder finanzieren zu lassen, die sich offen rechtsextrem, frauenfeindlich, sexistisch, antisemitisch, homophob betätigen und sich nie davon distanzieren, das ist absolut nicht hinnehmbar. Politische Bildung braucht unsere Unterstützung. Don't wait a single moment. Der Zentralrat der Juden möchte mit der Unterzeichnung des Manifests für die Zivilgesellschaft und die politische Bildung die Initiative gegen die Unterstützung und Förderung der Desiderius Erasmus Stiftung, eine Organisation der AfD, die notwendige öffentliche Meinung gegen die Förderung einer rassistischen, antisemitischen und völkischen Organisation öffentlich machen. Wir, die Organisationen der Zivilgesellschaft, sind sehr nah an den Menschen, zum Beispiel bei Fragen der Bildung, Umwelt oder der Menschenrechte. Wir erleben direkt die vielen Probleme, die aus den menschenverachtenden Haltungen der neuen Rechten entstehen. Und die AfD und ihre Desiderius Erasmus Stiftung tun genau das. Sie grenzen Schwächen aus. Sie vergiften unsere Demokratie und unser Miteinander. Politik ist oft zu weit weg von dem, was in unserer Gesellschaft passiert. Deshalb muss die Politik uns zuhören. Wir fordern die Parteien auf, jetzt zu handeln. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, das sicherstellt, dass die Verfassungsfeinde wie die AfD und ihre Stiftung keine Steuergelder erhalten. Don't wait a single moment.